So, jetzt willkommen zu Neuer Champs 1v1, heute mit Kamille. Mit dabei ist der Callcenter Funk. Hallo. Dieses Mal wird er kassieren, bin ich mir sicher. Bitte tu mir nicht weh. Ja, werden wir sehen, ne? Ja. So, der Champ hat, okay, entspann dich. Der Champ hat relativ interessante Mechaniken. Wir gehen das alles nochmal durch. Ihr kennt es zwar schon aus dem Ability Preview, aber wir schauen uns jetzt nochmal ein bisschen die Scalings an. Die Passive habt ihr gerade gesehen. Die hat einen Cooldown von 20 Sekunden. Das geht mit Level runter. Auf Level 18 sind es nur noch 10 Sekunden. Und sobald die nicht mehr auf Cooldown ist, schauen wir uns das mal an. Und zwar jetzt. So, ihr seht jetzt, das Symbol neben Callcenter Fun ist rot. Das heißt, dass er hauptsächlich physischen Schaden macht und dass mein nächster Angriff gegen ihn mir ein Schild gegen physischen Schaden gibt. Wäre das AP, dann würde ich ein Magic Shield bekommen. Und das Teil wäre blau. Genau. Und jetzt fragen sich die meisten natürlich, was ist, wenn ich Akali spiele oder Jax? Und die kann man AD und AP voll viel Damage machen und so. Und jetzt wird's richtig heftig, Freunde. Das Schild, das ihr bekommt, also Kamille weiß durchgehend, wie viel Schaden die Feinde machen. Beziehungsweise wie viel physischen und wie viel magischen. Das heißt, wenn der Feind mehr magischen Schaden macht, dann kriegt ihr ein Magic Shield gegen ihn. Wenn er mehr physischen Schaden macht, kriegt ihr ein Physical Shield gegen ihn. Aber das geht noch weiter. Wenn ihr euch jetzt Kamille auf Tank baut, da ist jetzt ein Mundo, der macht euch gerade viel magischen Schaden, aber noch mehr physischen Schaden. Das heißt, ihr würdet eigentlich ein physisches Schild gegen ihn bekommen. Aber ihr habt gerade 300 Rüstungen und nur 30 Magic Resist. Dann werdet ihr ein magisches Schild bekommen, weil das gefährlicher für euch ist. Soweit die Theorie. Wie gut das denn funktioniert, wenn es tatsächlich da ist, das sehen wir dann. Ach ja, übrigens skaliert das Schild mit euren maximalen Leben. 20%, um genau zu sein. Ich habe 950 Leben. Mein Schild ist 190. Kommt das hin? Ja, steht sogar dahinter in Klammern 20%. Sehr gut. So, dann kommen wir zum Q-Spell. Der Q-Spell ist 2 Auto-Attack-Resets. Also broke, wenn man auf Full Crit spielt. es geht folgendermaßen. Der erste, zack, versteckt euren Auto-Attack, macht Bonusschaden. Und der zweite macht das gleiche. Allerdings macht ihr da mehr Bonusschaden und jetzt kommt der Trick dabei. Wenn ihr den ersten macht und dann 1,5 Sekunden wartet, dann habt ihr einen verstärkten, der einen Teil eures Schadens in True Damage umwandelt. Das sind am Anfang nur 55% des Schadens, den ihr mit dem zweiten Q macht, der in True Damage umgewandelt wird. Auf Level 18 sind es aber dann auch gleich 100%. Das heißt, das ist viel True Damage. Ja, der Skill skaliert 20 bis 40% mit AD. Je nach Stufe. Und der zweite Q. Und der zweite Q hat. Das verdoppelt die Scalings. Das heißt, auf Stufe 5 macht der erste Q 40% eures gesamten ADs. Und der zweite macht 80%. So, als nächstes haben wir. Ich sag immer so am Anfang, ne? Ja. Nun denn! Als zweites haben wir den W-Spell. Der funktioniert folgendermaßen. Ja, genau so. Okay. Castet nach einem Schön, kurzen dass wir Delay. Das geklärt haben. Ja, du hast ihn gerade benutzt. Nach einem kurzen ich Delay weiß. Kommt das. Ihr könnt euch dabei aber hin und her bewegen und ihr seht da so zwei Bereiche. Im Äußeren macht das viel Schaden. Genau, um genau zu sein, prozentuellen Schaden der Maximalleben. 8% auf Stufe 5 plus 3% pro 100 AD. Slowt noch im so. Äußeren Bereich und heilt dich. Genau, das slowt um 90%. Und ihr werdet geheilt. Im inneren Bereich ist der Schaden eher nicht so doll. Und auch leicht auszuweichen, weil es nur ein kleiner Bereich ist. Das ist richtig. Der größere ist einfacher zu treffen, vor allem wenn er an Feind ranspringt und der dann wegrennt, dann ist er eh im Großen und kriegt dann so einen richtig fetten Slow rein. Das ist schön. Boah. Ja. Gut, dann haben wir noch den E-Spell. Der ist recht solide. Ihr seht hier eine relativ große Range. Auf dieser Range kann ich den E casten in gewählte Richtung und mich an eine Wand ziehen. So, ich zeig das mal kurz. Zack, bin ich an der Wand. Also ihr könnt das nicht an Champions oder Minis casten oder so. Wenn ich das einmal hier durchschmeiße, dann passiert gar nichts. Dann, jetzt wird's aber richtig tricky. Ihr könnt nämlich, wenn ihr es einmal an die Wand castet, könnt ihr es nochmal casten und euch dann wieder wegwerfen. Ihr seht den Radius hier. Soweit schmeißt ihr euch wieder weg.
Und das wird noch viel trickierer, wenn ein feindlicher Champion in der Nähe ist, weil dann ist die Range vom zweiten Sprung einfach mal verdoppelt. Das heißt so viel wie der Feind sieht euch noch nicht mal, weil ihr noch im Fog of War seid und ihr könnt auf enorme Range einfach in seine Richtung springen. Ungefähr so. Aber Ja. das war jetzt schon relativ weit gesprungen. Und damit kann man, mit dem zweiten Teil kommt man dann noch über eine Wand drüber. Genau, das geht ebenfalls. Also. Kann ich auch nochmal fix zeigen. Über die Ah, dicke Wand du warst jetzt wahrscheinlich auf den nicht. Nagel. Einmal hier, zack, und dann der zweite Jump, der geht über die Wand. Wenn hinter der Wand ein Champion ist, dann könnt ihr natürlich gleich noch viel weiter an ihn ranspringen. So, das war das. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr direkt beim Champ landet, wenn ihr ranspringt. Ungefähr da, zack. Dann gibt es noch einen schönen Stun für alle im Bereich, in den ihr gesprungen seid. Und ein bisschen Damage. Um genau zu sein, 70 bis 250 plus 75% Bonus AD. Zu guter Letzt die Ulti, damit könnt ihr nur auf Champion springen und es wird eine Arena erschaffen, eine Hextech-Arena. Und diese Arena kann der angesprungene Champion für so einige Zeit nicht verlassen. 4 Sekunden. 4 Sekunden. Oder ihr verlasst die Arena selbst vorzeitig, dann ist die Arena auch für den Feind weg. Innerhalb dieser Arena habt ihr quasi den Passive-Effekt von Blade of the Ruined King. Das heißt, eure Auto-Attacks machen prozentualen Schaden der aktuellen Leben des angesprungenen Feindes. Ich kann das mal kurz demonstrieren hier. Ich springe dich mal an. Zack. Zack. Mann, ich kann noch Genau. nicht raus. Ey. Bisschen extra Schaden ist dabei. Wie ihr ebenfalls gesehen habt, wenn ich den Feind anspringe, wird alles andere, was mit in der Arena ist, erstmal rausgeschmissen. Das stört nämlich. Kann danach aber wieder problemlos reinern. Jetzt, wo wir das alles geklärt haben, kann ich auf die Fresse hauen. Fuck. Das hab ich gesehen. Was hast du hast sie eh gesehen, ne? Hä? Job. Alter, wie ihre Mobility Ich dachte, ist. die Range ist okay soweit. Ja. Bist ja immer noch da. Oh, 400 True Damage. Da habe ich nicht hingeklickt, aber gut. Hallo. Was? Okay. I call Hex. Hast du Ignite verwendet? Das hat mir nicht mal Schaden gemacht. Oh ne, du hast Ignite nicht verwendet. Doch, hat es. Dir werden nur die Nein. letzten drei Sachen angezeigt, weil der Death Recap mehr Eier lutscht als Parser. Mehr als alle Eier? Was? Parse lutscht alle Eier. Er geht in den Ach Supermarkt, so. Ja. einmal. Selbst die Käfighaltung Eier lutscht er. Die auch. Ja. Das würde ich nicht machen. Ja, Pase schon. Hat er von seiner Mom gelernt. Alter. What? Oh, lol, war das knapp. Okay. Okay, auf 3 drücken wir gleichzeitig Ult und dann hauen wir uns die Fresse kaputt, ja? Okay. 1, 2, 3. Du warst Erster. Oh, was? Nein! Nein, ich will Tja. eine Revanche. So, Okay. Round Number 2.
Ja, ich lasse dich mich zuerst ulten. Okay, ready? Können wir mal schauen, was dann passiert. Go. Ja, lag daran. Ja, Verter solltet gewinnt. Pushst du kurz durch? Geht für dich einfacher. Ja. Oder ich kann auch surrendern oder wir können beide Never raus. Ich gehe einfach raus. Auf keinen Fall, ich finische das. Dieses Game. Finish das. Ich finische das. Nein! Nein! Scheiße! Ich finische das. So. Kurzes Feedback zu diesem Champion. Das zuerst ulten und ihr gewinnt. Genau, auch. Für einen Tag, das heißt, als Camille rauskam, konnte der Q-Spell mit dem True Damage critten. Das heißt, man konnte so an die 3000 Schaden mit einem Q-Spell als True Damage machen. Das wurde jetzt schon nach einem Tag leider gefixt. Ich empfehle euch dennoch Full Crit Camille zu spielen, weil alles mit Auto Attack Reset muss man Full Crit spielen und Camille hat 2 Auto Attack Resets. Das ist Premium. Was möchtest du noch sagen? Genau das wollte ich auch sagen. Exakt in der Formulierung. Ja, genau. Mit diesen Wörtern. Genau, der, der auf Tank gebaut hat, der wollte genau das sagen. Gut. Ja. Schreibt mir eure Meinung jetzt mal nochmal zu... Ah, scheiße. Warte, was wollte ich sagen? Schreibt mir eure Meinung zu Camille in die Kommentare. Ja, gut, schreibt mir eure Meinung zu Camille in die Kommentare. Ansonsten war es das von uns. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.